Menschen sind Gewohnheitstiere. Das liegt daran, dass unser Gehirn nicht zu viel Energie an Neues verschwenden möchte. Aber wenn wir nicht aufpassen, nisten sich schnell auch unliebsame Gewohnheiten ein. Sie loszuwerden ist herausfordernd. Die gute Nachricht: neuronale Plastizität, also die Fähigkeit unseres Gehirns, bis ans Lebensende zu wachsen und sich zu verändern, gibt Hoffnung. In unserem heutigen Video stellen wir dir 8 kleine Gewohnheiten vor, die dein Leben dauerhaft positiv verändern können. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Die Veränderung zum Guten beginnt vor dem Schlafengehen. Du dachtest immer, ein guter Tag beginnt am Morgen? Das stimmt natürlich, aber nur, falls auch die Nacht erholsam war. Leider werden viele von uns nachts von negativen Gedanken heimgesucht, schlafen schlecht und fühlen sich beim Aufstehen gar nicht strahlend wie der junge Morgen. Das liegt daran, dass dein Unterbewusstsein nachts alles aufzuarbeiten versucht, was dich tagsüber beschäftigt. Sorgen und Stress können dir den Schlaf rauben und dich mit negativen Gedanken quälen. Auch zu viel Action im Fernsehen füllt dich mit aufrüttelnden Bildern, die dein Unterbewusstsein ebenfalls verarbeiten muss. Nummer 2. Vermeide Alkohol vor dem Schlafengehen. Es gibt auch ziemlich viele Zeitgenossen, die das Problem mit dem Nicht-Einschlafen-Können mit Alkohol zu bekämpfen versuchen. Scheint vordergründig zu funktionieren, denn die meisten Alkoholisierten schlafen ein wie niedergestreckt. Doch nun bekommen die Entgiftungsorgane Stress beim Versuch, den Alkohol wieder abzubauen. Da bleibt keine Zeit für die Ausschüttung von gesunden, lebensverlängernden Wachstumshormonen, die deine Zellen reparieren. Der nächste Morgen fühlt sich mies an, also achte gut darauf, was du Körper und Geist vor dem Schlafengehen zuführst. Nummer 3. Organisiere den nächsten Tag am Vorabend. Du ahnst gar nicht, wie gut es tut, vorzuplanen, wenn du es nie machst. Aber es hat einige enorme Vorteile, dir abends eine Checkliste für den nächsten Tag zu schreiben. Erstens kommt abends keine morgendliche Hektik auf und du kannst in Ruhe überlegen, was zu tun ist. Zweitens entsteht dadurch ein Gefühl von Sicherheit in deinem Unterbewusstsein. Die Meilensteine liegen klar erkennbar vor dir. Du weißt, was wann zu tun ist. Es weiß, dass jedes Häkchen, das du unter einen erledigten Punkt auf deine Checkliste setzt, dein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und darauf freut es sich. Schmiege dich nun ganz entspannt in Morpheus' Arme und schlaf mit einem Lächeln ein. Viertens, optimiere deine Morgenroutine. Gehörst du auch zu jenen, die im Halbschlaf zur Kaffeemaschine tapsen und erst nach der zweiten Tasse ansprechbar sind? Wir alle lieben unseren Morgenkaffee von ganzem Herzen. Wirklich alle? Nein, dein Magen und dein Blutdruck zum Beispiel können damit Probleme haben. Aber wir möchten dir die Liebe zum Kaffee nicht vermiesen, sondern dir einen kleinen Tipp geben. Trinke vor dem Kaffee ein Glas lauwarmes Leitungswasser. Das regt die Magenschleimhäute sanft an und macht den Kaffee verträglicher. Auch für Nicht-Kaffee-Junkies ist lauwarmes Wasser gesund. In Japan schwören Hundertjährige darauf. Wie auch immer dein individueller Tagesbeginn aussieht, versuche ihn stressfrei zu halten. Steh lieber eine halbe Stunde früher auf und genieße die Ruhe in aller Ruhe. Ideal ist natürlich, wenn du auch noch Morgensport, Meditation oder Yoga in die Morgenroutine einbaust. Aber Achtung! Wer zu viel auf einmal will, kriegt mehr Stress als vorher. Ganz wichtig, ein guter Tag beginnt mit einem Lächeln. Nummer 5. Starte inspiriert in den Tag. Inspiration kann ganz schön energieanregend wirken. Woraus du sie gewinnst, ist natürlich Geschmackssache. Für manche Menschen ist Musik eine hervorragende Inspirationsquelle, die sie körperlich und geistig in Schwung bringt. Andere lieben es, kluge Zitate von weisen Menschen zu lesen und zu verinnerlichen. Solltest du in Social Media zu Hause sein, könntest du zum Beispiel morgens ein erhebendes Zitat posten. Das gefällt auch anderen und du kannst dich im Laufe des Tages daran erinnern.
Starte in den Tag, indem du dich auf die schönen Dinge konzentrierst, auch wenn sie noch so klein sind. Freu dich an Winzigkeiten und sei dankbar, dass sie dir auffallen. Du wirst staunen, wie positiv sich das auf deine Laune auswirkt und auch auf die Laune derer, die dir begegnen. Nummer 6. Plane Tagesablauf und Pausen. Auch wenn vieles an deinem Tag wie Routine aussieht, kommt es doch vor, dass vieles verschoben wird. Das kann oft unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen, die keiner braucht. Eine intelligente Zeiteinteilung ist nicht nur produktiver, sie verschafft dir vor allem auch mehr Freizeit. Hast du schon mal von der 80-20-Regel gehört? Sie besagt, dass du mit 20% deiner Tätigkeit 80% erledigen kannst. Sie besagt auch, dass du Prioritäten setzen sollst, während unwichtigere Aufgaben auch einfach delegiert oder womöglich sogar storniert werden können. Beginne außerdem mit dem, was dir am meisten Freude bereitet und lass dich nicht ablenken. Wichtig, plane unbedingt auch Pausen ein und genieße die ganz besonders. Dann geht es umso produktiver und vor allem lustvoll weiter. Wenn du fertig bist, macht dir die Freude, hinter jede erfüllte Aufgabe ein Erledigt-Häkchen zu setzen. Das befriedigt ungemein. Nummer 7. Trinke Wasser. Man hört es oft, vergisst es aber schnell wieder. Die Sache mit dem Wassertrinken ist wohl schon oder erst zur Hälfte in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Tatsächlich dehydriert man schneller, als einem lieb ist. Sowohl Körper als auch Gehirn bestehen abhängig vom Alter so zwischen 60-80% aus Wasser. Meist ist uns nicht bewusst, wann wir auszutrocknen beginnen, wenn wir doch ohnehin trinken. Aber es kommt darauf an, was wir trinken. Kaffee, Alkohol und überzuckerte Softdrinks rauben dem Körper mehr Flüssigkeit, als sie ihm zuführen. Solltest du also Alkohol oder Kaffee zu dir nehmen, trinke immer die doppelte Menge Wasser dazu. Auch während des Tagesablaufes solltest du dich an Wassertrinken erinnern. Obwohl es Apps zur Berechnung des optimalen individuellen Wasserkonsums gibt, reicht es völlig, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst. Vorausgesetzt, es ist sensibel. Nummer 8. Sei für andere da. Was hat das denn nun mit deinem Leben zu tun? Ganz schön viel, denn sich um das Wohl anderer Menschen, aber auch Tiere, zu bemühen, tut dir selbst am besten. Das hat die Natur so in uns angelegt und dafür sollten wir ihr dankbar sein. Empathie ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Wesens, weil unser Gehirn mit zahlreichen Strukturen ausgestattet ist, die uns ermöglichen, einfühlsam zu sein, die Stimmungen anderer wahrzunehmen und sie auch nachzuempfinden. Der in unserer Zeit weit fortgeschrittene Egoismus, der mit Geringschätzung und Hartherzigkeit einhergeht, ist tatsächlich wieder die Natur. Machtgeile Egomanen sind in Wirklichkeit zu bedauern, denn sie vernachlässigen nützliche Areale in ihrem Gehirn und entwickeln so im Laufe ihres Lebens schwere Defizite. Wer hingegen für andere da ist, bekommt nicht nur vom Gegenüber viel Positives zurück. Er darf sich auch glücklich schätzen, eine erhöhte Ausschüttung seiner eigenen Glückshormone erleben zu dürfen. Unser heutiges Fazit: Dein Leben positiv zu verändern ist gar nicht so schwer. Es braucht ein bisschen Konsequenz, ja vielleicht sogar ein Quäntchen Sturheit. Die wichtigste Entscheidung aber ist, das Leben schön zu finden, dann läuft alles andere wie von selbst. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.